Das Bindungskonzept integriert vieles von dem, was wir heute Morgen auch gehört haben. Es ist also ein integratives Konzept, in dem man also neurophysiologische, neurobiologische, verhaltenspsychologische, entwicklungspsychologische Aspekte miteinander verbindet und dann praktisch umsetzt in der Arbeit mit Menschen mit Demenz. Und das möchte ich Ihnen darstellen. Wir werden also etwas hören über die Grundlagen des Bindungskonzeptes und dann eben, wie kann das Bindungskonzept in verschiedenen Bereichen der Arbeit mit Menschen mit Demenz umgesetzt werden. Die Grundbedürfnisse müssen berücksichtigt werden und anerkannt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann wird auch dem Menschen die Lebensgrundlage entzogen. Oder eben, wenn die Grundbedürfnisse gesichert sind, dann ist es auch erkennbar an Wohlbefinden und dass eben die Beziehungen und Abläufe entsprechend seinen Möglichkeiten gestaltet sind, nämlich der Würde wahrend, Respekt, auch anerkennen, dass eben manche Dinge in der Integration schwierig sind. Wir werden sehen, dass es also in der Gestaltung der Beziehungen, in der Kommunikation und in Abläufen, also Strukturen, Prozessen und Gestaltung der Umgebung dann Auswirkungen hat. Die Hierarchie, jetzt von Kitwood mal angefangen, der ja sagt, wir brauchen also die Einbeziehung, wir brauchen die Identität, wir brauchen die Beschäftigung, wir brauchen Trost, sind wesentliche Grundbedürfnisse und ich konzentriere mich in der Hierarchie als Bindungsbedürfnis als das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Bindungsbedürfnis, weil es überhaupt unsere Existenz von Beginn an des Lebens oder auch schon vor der Geburt sichert. Und nur im starken Vertrauen auf eine Person, die in diesen Lebensphasen von Beginn des Lebens für uns wichtig sind, können wir also auch bis zum Schluss des Lebens über die Wahrung der Grundbedürfnisse unsere Existenz sichern. Die Bindung ist also ein biologisches, psychisches und soziales Grundbedürfnis. Es beginnt in der ersten Lebensphase und die erste Lebensphase beginnt eigentlich schon vor der Geburt, in der Schwangerschaft, was wir also heute Morgen auch schon zum Teil gehört haben über die Emotionalität. Zum Beispiel wird das Stresssystem des Kindes schon durch bestimmte Verhaltensweisen und Dinge der Mutter getriggert, sodass ein Kind schon möglicherweise mit verstärkten Ängsten reagiert, was wir dann im Gehirn über eine vergrößerte Amygdala oder wie auch immer, was wir heute Morgen gesehen haben, dann erkennen können. In der ersten Lebensphase hat ein Kind keine Chance. Es kommt auf die Welt. Es muss dann über ein bestimmtes Signalsystem überhaupt erreichen, dass die erste Bindungsperson, und das ist meistens die Mutter, es muss nicht die Mutter sein, einfach auch das Überleben sichert. Dazu gibt es also biologische Dinge, die dieses auch sicherstellen. Wir werden gleich sehen, dass das also der Einstieg in das Leben ist. Wenn es dem Kind nicht gelingt, jemand für sich zu interessieren, dann wird es sterben. Das ist völlig klar und wir wissen auch, dass Kinder, die vernachlässigt werden, wir kennen das auch aus diesen Studien mit den rumänischen Kindern. Ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte mal verfolgt haben, wo dann den Eltern die Kinder weggenommen wurden. Die wurden nach 5 Jahren wurden die befreit aus einem Heim, wo sie quasi verwahrlosten. Diese Kinder konnten nicht lächeln, diese Kinder konnten nicht sprechen, diese Kinder konnten zum Teil noch nicht mal vernünftig laufen und sie sind im Grunde alle früh gestorben. Das heißt also, wenn es nicht gelingt, diese Grundbedürfnisse zu sichern, ist ein Überleben nicht möglich. Deswegen hat natürlich eben auch in Anführungsstrichen die Natur ist relativ weise eingerichtet, dass bestimmte Signalsysteme funktionieren, die dann es ermöglichen, darauf dann etwas Psychisches, Soziales, Differenzierendes zur Gestaltung von Beziehungen aufzubauen. Und die Grundlage ist eben die Bindung. Daraus kann dann ein gegenseitiges Vertrauen erwachsen. Und wir wissen also, dass ein Begriff, der aus dieser Bindungsforschung ist, das ist das sogenannte Urvertrauen. Wir kennen das aus anderen psychologischen Studien. Die einen sagen, es ist Kohärenzgefühl, die anderen sagen, es ist Resilienz, die anderen sagen, es sind also psychische Widerstandsfähigkeiten gegen Krisen. Wir wissen, dass das wichtigste Kapital hier, was wir einem Menschen mitgeben können, diese Bindungssicherheit ist in seinem Leben. Und eine wichtige Eigenschaft, um diese Bindungssicherheit zu gewähren, heißt auch, dass wir erkennen,
welche Grundbedürfnisse hat der Mensch? Ich muss es erkennen. Es gibt also das Konzept der Feinfühligkeit. Feinfühligkeit ist etwas als Persönlichkeitseigenschaft. Es gibt Menschen, die sind feinfühlig. Man kann es aber auch lernen. Und Feinfühligkeit ist im Grunde deswegen auch eine Haltung, die also man erwerben kann. Also Feinfühligkeit ist nicht nur angeboren. Man kann nicht von der sagen, nur weil du die Mutter bist, bist du von vornherein feinfühlig, sondern es entsteht diese Feinfühligkeit im gegenseitigen Austausch mit diesen Signalen. Und man kann durchaus auch Feinfühligkeit erwerben. Die Feinfühligkeit ist die Fähigkeit, diese Grundbedürfnisse zu erkennen. Also Wahrnehmen von Signalen durch aufmerksames Beobachten. Das heißt, ich muss lernen, welche Signale sind wichtig und was haben die Signale zu bedeuten. Wir werden uns das gleich nochmal genauer angucken. Ich werde das ein bisschen am Beispiel des Lächelns noch etwas dann erläutern. Richtige Interpretation der Signale, nicht aus den Bedürfnissen der Person heraus. Eine Person, die darauf angewiesen ist, dass jemand immer dankbar ist, hat natürlich Schwierigkeiten, dann mit undankbarem Verhalten sozusagen umzugehen. Jemand, der hungrig ist und kauft ein, kauft anders ein als jemand, der satt ist. Das heißt also, eigene Bedürfnisse abzutrennen von den Bedürfnissen, die ich wahrnehme. Und wir kennen das also auch am Anfang bei Müttern, die möglicherweise ja, das noch nicht so sicher können. Das Kind schreit und was macht die Mutter als erstes? Kriegt das Kind erstmal die Pulle in den Hals. Und dadurch lernt die Mutter immer, wenn das Kind unruhig ist und schreit, hat es Hunger. Wenn das System nicht weiter differenziert wird, kriegt das Kind eben ständig die Pulle, ständig was zu essen oder dann, wenn es ein bisschen älter ist, den Schnuller in den Hals. Das heißt also, hier muss ich also ein System differenzieren. Ein Kind kann aus 10, 20 Gründen weinen. Und wenn ich immer nur denke, wenn es unruhig ist, dann hat es Hunger, dann gibt es nur eine Möglichkeit, die natürlich dann später für dieses Kind natürlich auch ein Problem darstellt, ne? Weil es eben denkt immer, wenn ich mich nicht wohlfühle, muss ich was essen. Zum Beispiel. Also die prompte Reaktion heißt, es muss also auch unmittelbar erfolgen, nicht verzögert, sondern in dem Moment muss es also synchron passieren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache bei dem emotionalen Austausch und jetzt für uns, auch für die Älteren, auch immer den Respekt und die Würde bewahrend. Also sowohl im Verhalten als auch den Schutz von Schamgrenzen, als auch den Schutz von Rückzugsbedürfnissen, auch ein Stück dem Wunsch, sich selber distanzieren zu dürfen. Also alles das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das also hier entsprechend auch dem Krankheitsbild natürlich angemessen wahrgenommen wird und natürlich auch umsetzen in Alltagssituationen. Das ist Signalsystem der Feinfühligkeit, Blickkontakt. Blickkontakt ist, glaube ich, das Element, hast du überhaupt Blickkontakt? Es klingt nicht, einen Kontakt aufzunehmen, wenn nicht irgendwo ein Blickkontakt zustande kommt. Und wir haben hier heute Morgen diese Bilder von Termeulen gesehen. Und wenn man das allerletzte Bild sieht, das war jetzt hier heute Morgen nicht dabei, der hat ja ständig diese Selbstporträts gemacht, dann sieht man nur noch zwei Punkte. Er malt sich nur noch als Augen. Und das Erste, was der Mensch wahrnimmt, sind diese Augen. Und das Letzte, was er wahrnehmen kann, sind auch die Augen. Manchmal denken wir, der guckt gar nicht, der guckt durch uns durch und so weiter, aber in Wirklichkeit ist das das Letzte, was jemand noch bewusst wahrnehmen kann. Also die Wahrnehmung dieser Augen, die Psychologen sind ja manchmal ziemlich gemein und wenn die, halten die dem Baby ganz am Anfang eine Pappscheibe mit zwei schwarzen Punkten vor. Was macht das Baby? Es lächelt, genau. Das heißt also, es ist also ein Signalsystem, was biologisch angelegt ist und dann entsteht also, und dieses Lächeln ist ein Muster, was transkulturell abgerufen wird. Also heute Morgen wird das ja so dargestellt, dass gäbe es sehr viele kulturelle Unterschiede, die entstehen erst später. Also auch bei dem Blickkontakt, ob ein Blickkontakt sozusagen Kontakt ist oder ob ein Blickkontakt als aggressiv empfunden wird. Das ist, sind große kulturelle Unterschiede. Also wenn ich, darüber können wir jetzt aber noch mal etwas vielleicht später noch mal reden. Okay, aber das Lächeln ist etwas, was angeboren ist. Also ein angeborenes Muster in allen Kulturen gefunden. Untersuchungen in Ghana, Untersuchungen bei Indianern, Untersuchungen in Europa zeigt, dass es ein biologisches Programm ist, das das Lächeln erzeugt.
gibt ja auch Diskussionen, die fragen, ob auch Tiere lächeln können, das ist eine andere Frage. Also das Lächeln, ein biologisches Programm, und auch blinde Babys lächeln, obwohl sie ja noch gar nichts davon haben. Das heißt also, das Lächeln. Und dann erst kommt es dazu, dass praktisch dieses Signalsystem im gegenseitigen Austausch erarbeitet wird und entwickelt wird. Und das Baby kann schon in der ersten Woche Bekannte von unbekannten Personen unterscheiden. Das macht es nicht nur durch den Blickkontakt, sondern das macht es eben dadurch, dass die Stimulation, die Art und Weise der Bewegung und so weiter, und die Bezugsperson hat im Grunde auch etwas. Zum Beispiel habe ich festgestellt, ich habe also auch mal in der Kinderklinik gearbeitet, dass Mütter auch gerne an ihren Babys schnuppern. Das heißt also, das Riechen und das gegenseitige Austausch von Signalen, Bewegungen, Berührungen, kinästhetische Stimulation ist natürlich das klassische Wiegen. Das ist ja was früher, eigentlich gab es ja richtige Wiegen noch für die Kinder. Das gibt es eigentlich heute gar nicht mehr, wo die Oma dann immer so das Kind so hin und her gewiegt hat, weil es offensichtlich eine Situation ist wie im Mutterleib, wo man einfach auch federnd, schwimmend aufgehoben ist und im Idealfall eben einfach auch geborgen ist, und diese Schwingungen spielen eine Rolle. Dann haben wir die Tendenz zum Mund und das Saugen, also auch eine ganz wichtige frühe Erfahrung, auch natürlich nicht nur mit, dass das Baby die Brustwarze findet, sondern es ist eben im Grunde auch mit sehr viel Lust verbunden, weil es da geht es um die Ernährung, aber auch für die Mutter ist es natürlich, wenn die Mutter eben dazu zur Verfügung steht, auch mit Lustempfinden verbunden. Manchmal mit Schuldgefühlen, weil sie sagt, sie darf doch keine Lust daran empfinden, wenn das Kind an meiner Brust saugt, aber trotzdem ist es etwas Gegenseitiges. Und natürlich ist es so, dass hier die Mutter einen gewissen Vorteil hat. Wir wissen aber, dass es natürlich bei den primären Bezugspersonen nicht nur um die Mutter geht, sondern es können auch andere Bezugspersonen sein, aber in dem Moment, wo die Mutter bestimmte Vorteile hat in Bezug auf Ernährung und so weiter, ist es doch in den meisten Fällen die Mutter, muss aber nicht sein. Die emotionale Entwicklung differenziert sich auch. Das Kind kennt am Anfang nur zwei Dimensionen des Lust, des Emotionalen, nämlich Lust und Unlust. Das heißt so, am Anfang ist es sehr wenig differenziert. Und dann kommt es erst zu der Differenzierung der Gefühle in ganz verschiedene Aspekte. Dann kommt diese Angst, dann kommt eben Freude, dann kommt Unsicherheit, dann kommt Stolz und alle diese Dinge. Da gibt es eine Riesenforschung, wie sich also dann die Emotionen weiter differenzieren und dann entsprechend stabilisieren. In dem Moment, wo ich eben spüre, ich habe Sicherheit im Rücken, ich kann meine Gefühle ausdrücken, kann Gefühle erkennen, es differenziert sich, habe ich auch die Möglichkeit, mir etwas zuzutrauen, weil ich weiß, wenn ich einen Schritt wage und es geht schief, dann habe ich jemanden, der zu mir hält, der hinter mir steht. Ich habe also diesen berühmten sicheren Hafen. Und nur dadurch, dass ich mir etwas zutrauen kann und auch wahrnehme, dass man es mir zutraut, kann ich es mir zutrauen. Und dadurch entwickelt sich also ein System von gegenseitigem Vertrauen. Und Sie kennen das also, wenn Kinder zum Beispiel auf dem Spielplatz sind, beobachte ich, das Kind will runterrutschen von der Rutsche. Was macht es? Dann guckt es erstmal, ob die Mutter auch guckt. Und dann ruft es, guck mal. Das heißt also, hier geht es darum, wenn ich mir etwas zutraue, dann möchte ich, dass das gesehen wird. Und dann guckt es. Und in dem Moment, wo die Mutter winkt, traut sich das Kind das zu, weil es weiß, die Mutter ist da, mir kann nichts passieren und ich mache etwas, was ich sonst mir vielleicht nicht zutrauen würde. Also so entwickelt sich dieses System, und Sie können sich vorstellen, dass man mit so einer Haltung eigentlich relativ gut ins Leben starten kann. Ich kann mir was zutrauen, und wenn es schief geht, dann habe ich eben doch noch jemand im Rücken, die Mutter, den Opa, den Papi, egal wie. Und dieses wird also in ein sogenanntes inneres Modell eingebaut. Also das heißt also, ich entwickle praktisch eine Idee, wie ich mit anderen Menschen umgehen kann. Habe ich Vertrauen zu den anderen Menschen, kann ich mir was zutrauen? Habe ich dieses Vertrauen nicht gelernt, muss ich ständig aufpassen, kann ich mir das zutrauen nicht? Ich entwickle mich mehr oder weniger ängstlich oder eben mehr oder weniger selbstsicher. Es ist also etwas, was nicht
nur entweder oder ist, sondern es ist ja so in verschiedenen Bereichen. Also ich kann mir in einem Bereich durchaus sicher sein, im anderen Bereich unsicher sein. Es ist nicht so, dass jemand nur so oder so oder so ist, sondern dass er möglichst Anteile hat von Sicherheit. Je mehr das sind, desto besser ist es. Und diese Bindungsanteile gehen über Generationen. Wir wissen, dass ängstliche Mütter auch mehr ängstliche Kinder haben, dass traumatisierte Mütter selber auch Kinder haben, die in ihrem Stresssystem empfindlicher reagieren. Die reagieren also auf Stressreize eben empfindlicher, weil sie im Grunde schon über bestimmte Dinge auch ein sensibles Stresssystem, ein niederschwelliges Stresssystem mitbekommen haben. Und sodass das über Generationen gehen kann durchaus. Ne? Also. Ich habe noch mal kurz ein paar neurobiologische Aspekte. Einmal, was wir heute Morgen nicht gehört haben, dass das Gehirn natürlich auch bestimmte Botenstoffe ausschüttet, die dann auch Wohlbefinden oder andere Dinge, also auch steuern im Gehirn. Und drei wichtige Dinge, die Sie immer wieder hören, sind also das Dopamin, also ein Belohnungssystem, was insbesondere dann ausgeschüttet wird, wenn wir positive Erwartungen haben. Also was man früher dachte, der Placebo-Effekt ist praktisch an die Ausschüttung vom Dopamin gebunden, stimmt. Aber ist inzwischen weiß man also auch, dass die Erwartung natürlich von etwas, wenn ich auf ein Medikament eine positive Erwartung habe, dass sie auch eintritt. Inzwischen funktioniert es auch, und das geht hinterher auf die Struktur. Wenn ich sage, ich gebe dir jetzt ein Placebo als Schmerzmittel, dass es trotzdem wirksam ist. Das ist also sehr interessant, dass es also nicht nur darauf ankommt, die positive Erwartung zu haben, das Dopamin wird auch ausgeschüttet, wenn bestimmte Rituale, die damit verbunden waren, zum Beispiel das Schlucken von der Tablette, löst im Grunde schon das System im Gehirn aus. Also hochinteressant. Oder wir wissen beim Kokain, ein ganz massiver Dopaminstimulator, dass im Grunde die Hauptmenge vom Dopamin schon ausgeschüttet ist im Gehirn, wenn das Koks noch gar nicht die Nasenschleimhaut erreicht hat. Das heißt also, offensichtlich sind also ganz viele andere Dinge dafür verantwortlich, wie unser Wohlbefinden durch bestimmte strukturelle Dinge gesteuert wird. Und das machen wir uns natürlich zunutze, wenn wir uns überlegen, wie sollen Strukturen aufgebaut werden, wenn wir mit Menschen mit Demenz arbeiten, die ja bestimmte Dinge gar nicht mehr aus der Erinnerung konstruieren können, die sich ja keine Strukturen aus der Erinnerung aufbauen können, sondern die darauf angewiesen sind, dass Strukturen einfach passieren. Okay, Endorphin, Glückshormon, auch unser körpereigenes Schmerzmittel. Wenn die Schmerzen nicht zu schlimm sind, kann das also auch übers Endorphin laufen. Gilt auch als Glückshormon, wie auch immer. Und das, was in der letzten Zeit natürlich Furore gemacht hat, ist ja dieses Oxytocin, also eine kurzkettige Aminosäurenverbindung als sogenanntes Bindungshormon. Es soll im Grunde die Fähigkeit zur Empathie fördern. Man hat also verschiedene Untersuchungen gemacht. Das letzte, was ich gelesen habe, war letzte Woche, dass Männer, denen man Oxytocin als Nasenspray gibt, ihre Frauen attraktiver finden. Also, also hier geht es die Frage, ob das also auch nur für die eigene gilt. Nein, aber also man hat also, es gibt auch ein anderes Experiment, zum Beispiel hat man also Leute, die also wegen Gefühlskälte im Knast saßen, hat man also Situationen gegeben, die einen kriegten, also beide kriegten also Bilder, wo wir sagen, schrecklich mitleiderregende Bilder. Und dann hat man also eine Gruppe, hat Oxytocin bekommen und die andere Gruppe nicht. Und die Oxytocin-Gruppe bei diesen schwierigen Menschen zeigten tatsächlich sehr viel mehr empathische Antworten und Mitleid mit dem, was sie da beobachtet haben. Also offensichtlich scheint Oxytocin Empathie zu fördern. Empathie aber nur in dem Sinne, dass ich praktisch Gefühle erkenne und eventuell auch bei mir wahrnehme, noch nicht die Frage der Sympathie. Die Sympathie wäre sozusagen der Spezialfall der Empathie, aber Empathie heißt überhaupt erstmal, dass ich Gefühle wahrnehme und erkenne und dass ich möglicherweise diese Gefühle bei mir auch kenne.
aber ich kann auch Gefühle erkennen, ohne dass ich sie selber bei mir eben ständig kennen muss. Zum Beispiel kann jemand, der eine schwere Depression wahrnimmt, jemand sein, der nicht selber schwer depressiv ist. Ich muss nicht selber schwer depressiv sein, um zu erkennen, dass jemand depressiv ist, zum Beispiel. Das heißt also, die Empathie heißt, ich kann es immer auch von meinen eigenen Gefühlen abtrennen, was ich wahrnehme. Nur ich muss es eben definieren und benennen können. Ich muss sagen, das erlebt dieser Mensch. Und ich mache mich sozusagen als Werkzeug, das wahrzunehmen und kann aber sagen, okay, das ist schlimm für den, dass er das erleben muss. Ich erlebe was anderes. Das ist also etwas, was nötig ist für uns, um uns auch praktisch da zu schützen. Denn sonst würden wir überflutet von all diesen schlimmen Dingen, die es also auf der Welt und überall gibt. Und ich kenne Patienten, die sagen, ich habe wieder das ganze Wochenende geweint, als ich das gehört habe, was mit den armen Kindern passiert. Das heißt also, das wäre ständig so, dass ich dann so am Ende meiner emotionalen Kräfte wäre. Okay, Oxytocin, sehr interessant. Und hier natürlich der gute Nebenprodukt, in dem Moment, wo die Mutter eben auch Oxytocin ausschüttet, produziert sie im Grunde auch gleichzeitig wieder etwas mehr Milch. Die Natur hat das im Grunde gut eingerichtet und gesagt, okay, da kommt ein System in Gang und das Kind kann sozusagen für seine eigene Ernährung selber sorgen. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Ne? Aber wir haben auch heute Morgen kurz was gehört über, Dopamin ist klar. Also Dopamin versetzt psychisch und physisch in einen Zustand der Konzentration und Handlungsbereitschaft. Ne? Das ist also, es beginnt im Grunde mit dem Belohnungssystem. Das heißt, die Situation wird von uns als angenehm oder wie auch immer, auf jeden Fall als herausfordernd gesehen. Dann kommt es so im positiven Fall zu einem Wohlfühlgefühl, zu Lebensfreude, Stärkung des Immunsystems. Und erst dann kommt es also zu dem Ausschütten von Oxytocin, der dann also auch eine dauerhafte Basis schafft. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung an Kindern, die im Heim aufgewachsen sind. Und man hat also untersucht Schmuseverhalten von Kindern, die in einer Familie aufgewachsen sind mit der Mutter nach einer bestimmten Zeit und Kinder, die also in einem Kinderheim, wie auch immer, weil einfach die Mutter früh gestorben ist oder auch immer. Und dann hat man festgestellt, dass diese Kinder im Schmuseverhalten praktisch identisch sind, also körperliche Nähe und so weiter, aber dass die Heimkinder praktisch kein Oxytocin mehr ausschütten. Das heißt, es gibt also offensichtlich in diesen ganzen Entwicklungsphasen auch für die Prägung und so weiter auch bestimmte sensible Phasen, in der wir einfach bestimmte Dinge machen. Wenn es nicht passiert, weil einfach das Leben anders war, weil jemand einfach ein schlimmes Schicksal hatte, dann heißt es nicht, dass er verloren ist, sondern er muss dann auf anderen Wegen diese Dinge für sich sicherstellen. Jemand, der am Anfang kein Vertrauen gelernt hat, muss später vielleicht durch eine gute Partnerschaft, durch andere Dinge vielleicht doch lernen, Vertrauen zu entwickeln. Und jemand, der immer wieder enttäuscht worden ist, wird vielleicht es sich dann nicht mehr trauen. Das heißt also, es ist nicht so, dass dann alles vorbei ist. Gut, die Spiegelneurone noch mal ganz kurz im Dienste der Bindung. Wir hatten ja heute Morgen sehr viel über Spiegelneurone gehört. Und das spielt eine große Rolle, auch natürlich in der Arbeit mit Menschen mit Demenz. Die Spiegelneurone, ich habe mein ganzes Tagesseminar, können Sie sich das vorstellen, 8 Stunden ein Seminar gemacht über Spiegelneurone. Ne? Das ist hochinteressant, was da rauskommt. Zum Beispiel gab es eine Situation, ein Mensch mit Demenz hat einfach verlernt zu essen. Und dann haben wir belegt, was machen wir, denn man stellt das da hin und man gibt ihm das in die Hand, er kann es einfach nicht. Und dann haben wir einfach jemanden, der essen konnte, ihm gegenübergesetzt. Dann hat er ein bisschen geguckt, es dauert einen Moment, und dann hat er komplett selbstständig gegessen. Das heißt, also, das System konnte dann angedockt werden und manche Sachen können im Grunde nur durch diese Beobachtung, oder Sie kennen diese Geschichte, man soll mit dem Finger auf die Nase zeigen. Ne? Und wenn Sie das jemand erklären, zeigen Sie mal mit dem Finger auf die Nasenspitze, geht überhaupt nicht. Ne? Und dann hat jetzt die Forschung gezeigt, auch bei Lähmung, Schlaganfall und so weiter, dass man es bis zu 7-mal vormacht. Und dann plötzlich macht der andere das auch. Das heißt, das System braucht ein Stückchen, eine Aktivierung, bis es selber anspricht. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Ansprechen der Spiegelneurone unabhängig ist von Intelligenz oder kortikalen Funktionen.
Also das ist auch nochmal sehr interessant, dass das so praktisch ein System ist, was auch dann wirkt, wenn tatsächlich schon sehr viele intellektuelle Funktionen abgebaut sind. Und wir nutzen das ja heute bei Schlaganfall, wir nutzen das beim Parkinson, wir nutzen das bei Halbseitengeschichten, wir nutzen es natürlich auch gerade eben bei Menschen mit Demenz. Also auch interessant, dass die Spiegelneurone eigentlich viel Potenzial haben, aber im Moment eigentlich noch so in der Entwicklung sind. Ne? Aber in der Praxis finde ich es schon mal sehr, sehr interessant. Okay, die Spiegelneurone regeln das alles. Sie sind Nervenzellen im Gehirn, die also eine Handlung oder Empfindung steuern können und die aber auch aktiv werden, wenn wir es beobachten. Ob wir dann jeweils die Konsequenz ziehen, wenn wir das beobachten, ist eine andere Frage. Ne? Aber sie brauchen immer ein Gegenüber, um sich entwickeln zu können. Sonst funktioniert das nicht. Wir unterscheiden zwei Bindungstypen, nämlich die sichere Bindung, das, wenn alles gut läuft, in einem gegenseitigen Vertrauen endet, Grundvertrauen, das heißt, ich kann mir selbst was zutrauen, mir wird vertraut, ich kann meinen Gefühlen trauen, die ich wahrnehme und kann auch meine Gefühle äußern, ohne dass ich Angst habe, deswegen nicht gemocht zu werden. Ich kann mich auf Nähe einlassen, ohne dass ich ständig befürchten muss, enttäuscht zu werden. Das heißt also hier, ich kann Dankbarkeit zeigen, ich kann Hilfe annehmen, ich kann helfen, also etwas, was gegenseitig funktioniert. Also das wäre in der sicheren Bindung eigentlich alles enthalten. Es gibt aber die drei unsicheren Bindungsanteile, die man also jetzt im Moment in der Bindungsforschung unterscheidet. Es gibt auch ein paar andere Unterscheidungen. Einmal vermeiden, das heißt hier wird Nähe vermieden aus letztlich der Grunderfahrung, wenn ich mich auf Nähe einlasse, dann werde ich vernachlässigt, werde ich enttäuscht und ich möchte eigentlich nicht mich schützen vor der Enttäuschung und im weiteren Lauf des Lebens ergibt sich daraus eine Haltung, dass ich sage, okay, ich gucke eben, dass ich selber durchkomme, ich bin autonom oder im positiven Sinne, ich bin ein cooler Typ, ich brauche keinen. Okay, damit kommt man durchs Leben. Dann haben wir diese andere Geschichte, die konflikthafte, verstrickte, abhängige Situation, wo jemand sagt, ich kann eigentlich nicht ohne einen anderen leben, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Das heißt also, da ist die Verstrickung ganz eng, dass praktisch mein Leben gebunden ist an das Konfliktheft. Und das heißt also hier, ich bin ständig auf die Nähe angewiesen. Das heißt, ich muss ständig jemand haben, der mein Händchen hält, der mich nicht allein lässt, der bei mir ist. Ne, und also eine konflikthafte, abhängige Beziehung, symbiotische Beziehung, auch durchaus in Beziehungen funktionierend. Zwei Menschen, die dieses Beziehungsmuster haben, können durchaus miteinander zurechtkommen. Es ist zwar dann manchmal die Hölle, aber sie klammern sich aneinander. Während eben ganz schwierig ist, wenn ein Vermeidender und ein Konflikthafter zusammenkommen, das hält einer dann nicht mehr lange aus und geht. Und am günstigsten ist es noch immer, wenn man einen dabei hat mit einer sicheren Bindung, der einfach sagt, okay, ich nehme dich so, wie du bist, ne, und es macht mir auch nichts aus, wenn du meine Nähe brauchst, also das stört mich nicht. Oder wie auch immer, es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, also ich kann das nicht aushalten, du klammerst. Ne, und das wären, wenn das zwei Typen sind, die dann wird das so also schief gehen. Man kommt durchs Leben und dann haben wir diesen letzten Typ, diese desorganisierte nach Traumatisierung, Retraumatisierung. Wir hatten heute Morgen ja schon kurz über Trauma gesprochen. Also einmal muss man sagen, dass also traumatische Erfahrungen im frühen Lebensalter, im Kindesalter, durchaus auch neurobiologische Spuren im Gehirn hinterlassen. Das heißt so, einmal, dass es also ein enorm getriggertes Stresssystem gibt. Das heißt also, die Vigilanz, das heißt die Aufmerksamkeit, die Schreckhaftigkeit, die Angstbereitschaft, die Schwelle, Angst zu erleben, ist wesentlich geringer und dadurch also ständig eine Hypervigilanz, ob alles in Ordnung ist und sich zu vergewissern. Und das ist sicherlich so ein ganz wichtiger Teil. Und dann haben wir eben, dass es bei den Kindern auch strukturelle Veränderungen im Gehirn gibt. Das heißt, wir können dann auch im CT Veränderungen nachweisen. Es gibt darüber eine Arbeit von mir, Bindung und Hirnstruktur. Wenn Sie, ich glaube, im Literaturverzeichnis kommt die, wenn Sie das mal nachlesen wollen, da habe ich also mal durchaus auch aufgearbeitet, wie bestimmte neuronale Strukturen sich dadurch verändern und die natürlich dann, wenn sie einmal so verändert sind, im Laufe des Lebens ja nicht automatisch sich nicht zurückkippen.
Ne, wenn sie ja so da, und wir können das also durch bestimmte Dinge auch messen. Und dann haben wir natürlich auch nochmal einen ganz wichtigen Teil, dass wir heute ja für unsere Leute Abschied nehmen von diesem PTBS, von diesem posttraumatischen Stresssyndrom oder wie wir es auch immer nennen. Wir wissen heute, dass es lange, lange freie Intervalle gibt. Also wenn Sie ICD-10 oder DSM nehmen, dann heißt es ja, ja, okay, wenn Sie haben mal so ein Trauma gehabt, das war aber schlimm und nach 2 Jahren ist das irgendwie erledigt. Das stimmt nicht. Das Trauma hinterlässt Spuren, nicht nur neurophysiologisch auf der Stressebene, sondern auch auf der kognitiven Ebene. Oder es können also bestimmte andere Situationen oder auch Gerüche, wie auch immer, sein, bestimmte Erinnerungen, die es auslösen. Wir sprechen dann von Triggern. Und diese Trigger, die können viele, viele Jahre schlummern. Das heißt, es können 20, 30, 40 Jahre ohne Symptome vorbeigehen. Und plötzlich kommt ein Trigger und löst im Grunde dann diese damalige Panikreaktion aus, Panikattacken oder Schmerzsyndrome. Wir wissen heute, dass also viele dieser sogenannten Somatisierungssyndrome, das heißt Schmerzen, die nicht auf Schmerzmittel ansprechen, die man sich nicht erklären kann, letztlich eben auch solche somatisierten traumatischen Geschichten sind. Oder auch zum Beispiel dieses Panikattacken. Wir haben das in der Tagesklinik untersucht, Panikattacken. Wir hatten also Ältere, eine Tagesklinik für Ältere, die ich auch mal geleitet habe. Und da hatten wir 50% bei den Panikleuten, die schwere traumatische Dinge in der Lebensgeschichte hatten, die dann durch irgendwelche Dinge plötzlich wieder hochkommen und dann löst sie das komplette System oder das komplette Symptomatik, die komplette Symptomatik auf der psychischen, auf der vegetativen und körperlichen Ebene einer Panikattacke aus. Dann ist es natürlich auch so, dass die Ich-Stärke, mit solchen Dingen umzugehen, das abzuwehren, für sich zu verdrängen, zu verleugnen, das nicht wahrhaben zu wollen, diese Stärke der Person, des Ichs, lässt mit dem Alter nach. Das ist die eine Geschichte. Ich habe also nicht mehr so viel Abwehrstrukturen, um das alles unter Kontrolle zu halten, was mir peinlich ist, was mich bedroht, was mir Angst macht. Und das andere ist, dass die Gedächtnisstruktur sich verändert. Wir haben es heute Morgen gehört, das Frischgedächtnis, die Neues, lässt mehr Platz und das Altgedächtnis nimmt mehr Raum in unserem Gedächtnis ein. Das heißt, so viele alte Dinge, an die ich vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre nicht gedacht habe, kommen plötzlich und fallen mir plötzlich ein. Und das sind natürlich, wenn wir Glück haben, eben schöne Dinge. Aber es können genauso gut auch andere Dinge sein, weil einfach die Widerstandskraft des Ichs, sagen wir es mal so plakativ, nicht mehr ausreicht, das quasi nicht zum Bewusstsein kommen zu lassen. Ne? Wir haben ja, unsere Persönlichkeit ist ja so strukturiert, dass wir versuchen, möglichst diese ganzen Dinge nicht ständig mit uns schleppen zu müssen. Aber dann versagt das System. Okay, die sichere Bindung ist also, oder hoher Bindungsanteil ist die sicherste, die beste Möglichkeit heute oder der beste Schutz vor psychischen Erkrankungen, weil ich in dem Moment einfach auch mit widersprüchlichen Gefühlen umgehen kann, weil ich mit möglicherweise mit depressiven Schwankungen umgehen kann, weil ich also mit Abhängigkeit umgehen kann. Es ist für alle möglichen Dinge untersucht worden. Ne? Und die sichere Bindung, und das ist ja etwas, was ja sehr früh entsteht, das Baby kann im Grunde nur darauf hoffen, dass es einfach so angenommen wird, wie es ist. Und wenn das der Fall ist, dann geht es mit dieser Haltung durchs Leben. Ein Kind, was immer sich verhalten soll, ne, wird schwierig, weil es unsicher wird, weil es nicht weiß. Oder ein Kind, was immer verantwortlich gemacht wird für die Gefühle anderer. Ne? Du darfst Papi nicht böse machen. Das heißt, ich werde verantwortlich gemacht für schlechte Gefühle anderer. Und das schleppt man durchs Leben. Ich bin immer dafür verantwortlich, dass ein anderer sich wohlfühlt. Und mit dieser Haltung kann man auch scheitern. Und gerade wenn man also in so einen Beruf geht wie hier und wir sagen, wir sind ständig dafür verantwortlich, dass die alten Menschen glücklich sind. Das können wir gar nicht schaffen. Und das heißt also, ich denke, das ist also etwas, was hier ist. Okay, die sichere Bindung ist auch das Fundament für die Identität und auch für die Biografie, also auch für die biografische Arbeit. Und wir brauchen im Grunde, wie am Anfang des Lebens es auch im späteren Leben und am Ende des Lebens, dass wir die Identität nicht alleine aufrechterhalten können, sondern dass wir immer jemanden brauchen, der diese Identität uns rückmeldet, der
der uns erkennt, der uns wahrnimmt, der uns mit Namen anspricht, der weiß, wer ich bin. Und auch wenn ich meinen Namen selber nicht mehr weiß, ist es trotzdem so, meine Identität ist mehr als nur meinen Namen zu wissen. Wohlbefinden, denke ich, können Sie, haben wir jetzt angesprochen, dass die sicheren, dass also Menschen, die eine sichere Bindung haben, auch in, im Grunde mit der Abhängigkeit und diesen Dingen umgehen zu können, dass die im Grunde auch mehr Lebenszufriedenheit haben und dass die auch mehr Akzeptanz haben, mit Situationen der Abhängigkeit umzugehen. Problematische Verhaltensweisen, die aus diesem Bindungskonzept zu verstehen sind, können natürlich zur Belastung werden. Und wir hatten eben schon angedeutet, es gibt verschiedene Muster. Wir haben also zwei Bindungsstrategien, die besonders viele Probleme im Alltag in der Pflege machen. Das sind die beiden unsicheren Konzepte der Vermeidung und der Aktivierung von Bindung. Vermeidung von Bindung heißt, Menschen betonen ihre Kompetenz, sie wollen die Kontrolle haben, sie sagen, ich kann das alles selber, ich brauche keine Hilfe. Frau Müller, Sie müssen sich noch waschen, habe ich gerade gemacht. Duschen brauche ich heute nicht, habe ich auch alles selbst gemacht. Ich kann alles selber. Das heißt also, hier sind Menschen, die kämpfen natürlich um den Erhalt ihrer Kompetenz und sie haben also eine verinnerlichte Angst vor Zurückweisung und Enttäuschung. Das heißt also, dass sie alles dafür tun, nicht praktisch als so eine Person gesehen oder erkannt zu werden. Das bringt natürlich Probleme. Im Laufe des Lebens geht es erstmal gut. Menschen, die sagen, ach, ich bin ein cooler Typ, ich bin autonom, ich brauche keinen, ich schaffe alles selber, ich bin unabhängig, kommt eigentlich mit dieser Haltung erstmal ganz gut durchs Leben. Baut vielleicht auch eine Partnerschaft auf. Es gibt viele Partnerschaften, wo es dann auch genau passt. Das Problem tritt erst dann auf, wenn diese Distanz nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Dadurch, dass entweder ich tatsächlich einen Verlust habe, nehmen wir an, hier hätte ich einen sicheren Partner gehabt, der im Grunde dieses Ganze irgendwo ausgeglichen hat, jetzt stirbt der Partner. Nur plötzlich funktioniert es nicht mehr. Oder ich werde krank, ich werde hilfsbedürftig, ich kann plötzlich nicht mehr alleine einkaufen, ne, wie auch immer. Ne? Also, und da haben wir so Fälle auch, oder habe ich auch Menschen gesehen, die wirklich in eine ganz massive Verwahrlosung reingerutscht sind, ne, weil sie natürlich sich nicht in die Karten gucken lassen, weil sie sagten, ich kann das alles selber, die fast verhungert werden, die also in einer verschimmelten Wohnung lebt. Und die andere Gruppe, die braucht ständig jemand, die hat also ständig dieses Verhalten und wenn dieses Verhalten durch ständige Nähe nicht gesichert wird, dann kommt es eben zum Auftreten von regressiven Verhaltensweisen, die dann diese Nähe weiter sicherstellen sollen. Also das heißt, es kommt dann zu diesen Dingen, die also rufen, schreien, ständig fordern, bleib doch bei mir, hast du nie Zeit für mich und so weiter, komm, wann kommst du wieder? Das heißt also ständig etwas, was bei dem anderen aber eher die Tendenz auslöst, sich zu distanzieren in dem Moment, kommt es quasi auf einer unterschwelligen Wahrnehmung zu der Ebene, der möchte sich im Grunde distanzieren. Und das führt aber nicht dazu, dass ich sage, okay, dann lasse ich den in Ruhe, sondern es führt dazu, dass man noch ein Stückchen mehr dieses appellatives Verhalten und Hilflosigkeit betont. Und dann haben wir hier praktisch diese Tendenz der Regressions-Aggressionsspirale. Je mehr ich nach dem anderen greife, desto mehr hat er die Tendenz, sich zu lösen, bis es irgendwann nicht mehr geht und sagt, so, jetzt ist aber Schluss. Das ist so eine sehr riskante Geschichte, also auch eine Geschichte, wo es eben sehr häufig auch zu Gewalt kommt. Also durch das Defizit an Vertrauen entstanden, der coole Typ und der Umgang mit Nähe ist also erstmal bedrohlich, misstrauisch. Wir sehen es auch manchmal bei Menschen, die dann so weggehen. Also auch diese Frage in dieser Nähe, ne? Ich sehe das schon. Also ich bin auch jemand, der eher lieber jemanden mal in den Arm nimmt oder irgendwas. Und dann spürt man schon, wie so jemand sich so ein Stückchen wegdreht. Dann merkt man, aha, hier ist irgendwo, kann der diese Nähe nicht integrieren. Also er lebt es als bedrängend. Ne? Und das ist für mich auch wichtig zu wissen, ne? Weil in dem Moment bedeutet das auch für die Pflege, mit dem anders umzugehen, ihm viel mehr Freiraum zu geben, viel mehr Möglichkeiten zur eigene Kontrolle auszuüben. Ne? Also auch, was kann er selber?
Und die Umdeutungen von Situationen der Nähe werden manchmal dann auch als Bedrohung erlebt, wo die Nähe aber nicht abgewiesen werden kann. Ne? Bei Intimpflege zum Beispiel ist es natürlich ein Riesenproblem. Ne? Okay, diese ambivalente Muster ist Nähe-Distanz gestört. Es geht immer Forderung nach Nähe. Man braucht also Verhaltensweisen, die das auslösen, anklammernde, ängstliche Verhaltensweisen, das Suchen und Fordern von Hilfe, die Regression, das können alle Formen der Regression sein. Das kann also von Rufen, Schreien, sich nicht bewegen, über Inkontinenz, alles sein, was also dann eingesetzt wird, unbewusst. Also die Mechanismen werden unbewusst eingesetzt, nicht bewusst, das müssen wir uns auch nochmal klar machen. Hier ist die Tabelle nochmal, was löst die Bindungssuche aus und was löst die Bindungsvermeidung aus. Dass diese Dinge bekommen Sie ja auch im Internet, das heißt, die Sachen können Sie auch nochmal für die praktische Arbeit auch nochmal ausdrucken. Sie sehen also, dass es hier bestimmte Situationen gibt, wo wir merken können, aha, zum Beispiel, wie geht jemand mit Schmerzen um, wie auch immer, wie verhält er sich dann. Das bedeutet zum Beispiel, Schmerz braucht einfach auch zum Beispiel das Erkennen und braucht auch den Trost und braucht auch die Nähe. Das heißt also, auch der sichere gebundene Mensch möchte dann Trost und Nähe haben. Das heißt, das müssen wir auch erkennen. Also, Gefährdung der Bindersicherheit durch Bedrohung der Autonomie bei Pflegebedürftigkeit, Grundvertrauen in den eigenen Körper geht verloren. Das ist, glaube ich, etwas, was der eigentliche Vertrauensverlust ist. Ich kann mich nicht mehr auf mich selber verlassen. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch heil zum Klo komme. Das Vertrauen wird durch den Wechsel unsicher. Das heißt, ich brauche Bezugspersonen und ich brauche also in meine eigenen Kräfte zur Krisenbewältigung, die nicht ausreichen. Besondere Gefährdung im Krankenhaus, denke ich, ein Kapitel, was wir hier nur kurz anschneiden, dass also das Krankenhaus eine hohe Gefährdung ist für Bindung und dass also auch das Krankenhaus häufig zu einer Verschlechterung führt und auch das Bindungsverhalten in der Einrichtung, wenn jemand aus dem Krankenhaus kommt, deutlich schlechter ist als vorher. Dass er bestimmte Dinge, die vorher da waren, also mit Ernährung und so weiter, plötzlich nach dem Krankenhausaufenthalt nicht mehr funktionieren. Na, Dinge, die vorher eigentlich noch ein ganz gutes gegenseitiges System hatten. Was können wir machen? Bezugspflege. Die Feinfühligkeit bedeutet hier auch Zuverlässigkeit. Also ich kann nicht sagen, Frau Müller, ich komme in 10 Minuten nochmal vorbei und komme dann nicht mehr. Das geht eben nicht zum Beispiel. Also und ich kann auch nicht sagen, ja, das weiß die ja dann gleich gar nicht mehr. Ne? Sondern sie spürt ganz genau, ob sie belogen und betrogen wird. Ne? Also intuitiv, das ist, glaube ich, nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Dann die eigenen Bindungsbedürfnisse. Jemand, der sehr viel mehr Nähe braucht, will alle in den Arm nehmen. Und ich kann eine andere Schwester, die sagte mir, ich kann keinen alten Menschen in den Arm nehmen. Ich kann es einfach nicht. Es ist mir widerlich. Und dann ist die Frage, kann jemand dann in diesem Beruf glücklich werden? Ne? Klärung von Rollen und Aufgaben im Team, Kooperation, Unterstützung, Fallberatung. Ich denke, nur in der Fallberatung können solche Sachen auch geklärt werden. Kommunikation, Stützung der Identität aus der Biografie. Je mehr ich weiß, desto besser. Wenn ich es nicht weiß, muss ich versuchen, diese Muster zu erkennen. Das heißt, was wir eben gesagt haben, die Muster kann ich immer noch erkennen, ohne dass ich genau weiß, was der jetzt am Anfang erlebt hat. Deswegen bin ich darauf angewiesen, dass ich praktisch dieses Gleichgewicht von Nähe und Distanz spüre und dass ich dann also praktisch dadurch aktivieren kann. Gestaltung der Umgebung ist völlig klar, Normalität, Übersichtlichkeit, Signale zur Orientierung, Erkennbarkeit, biografisch orientiertes Zimmer, glaube ich, sehr wichtig. Das ist manchmal kommt man in ein Zimmer rein, man denkt, also, wo bin ich denn hier? Also dann natürlich eben auch die Möglichkeit zu gucken, dass jemand sich zurückzieht. Reizüberflutung, vor allen Dingen auch akustische Reizüberflutung. Das Gehörsystem ist ja das einzige Sinnesorgan, was nicht abgeschaltet wird in Ruhe. Das heißt also, die Menschen mit Demenz sind ständig den akustischen Reizen ausgeliefert. Sie können nicht abschalten. Das ist also etwas, was wir vom Neandertaler noch hatten. Da mussten wir auch hören, ob der Säbelzahntiger kommt. Das heißt also, das Gehör wird nicht abgeschaltet. Und das heißt, der Reizschutz
kann nur von außen gewährleistet werden. Glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Strukturen und Abläufe, auch wieder die Zuverlässigkeit und die Regelmäßigkeit und auch die Zeitangaben. Und es spielt schon eine Rolle, ob etwas immer morgens um 10 stattfindet oder ob es nachmittags um 2 stattfindet. Und wenn man sagt, ist auch egal, mal um 10, mal um 11, mal gar nicht, das ist also strukturell nicht günstig. Wir müssen die Strukturen werden dadurch wirksam, dass sie passieren. Glaube ich, das ist das Wichtigste. Strukturen werden nicht erinnert, sondern sie passieren, so ähnlich wie hell und dunkel. Wir werden in unserem Biorhythmus gesteuert durch Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, wir müssen nicht ständig darüber nachdenken, ist es Tag oder Nacht. Es wird etwas, was uns steuert, wenn es passiert. Wenn wir uns alle in den Bunker setzen, ist unser 24-Stunden-Rhythmus weg. Das heißt, dann gibt es einen völlig anderen Rhythmus. Also unser innerer Rhythmus ist ein anderer, als der uns durch Strukturen mehr oder weniger von außen synchronisiert wird. Und so ähnlich ist es auch mit diesen Abläufen in den Einrichtungen. Also es wird, dann sagt mir die Schwester, ja, ach, das weiß die sowieso morgen nicht mehr. Es geht nicht ums Erinnern, sondern es geht darum, dass bestimmte Strukturen mit einer Regelmäßigkeit stattfinden. Ich hatte eine Bewohnerin, die war völlig zeitlich desorientiert. Keine Tageszeit, keine Uhrzeit, keine Woche, nichts mehr. Ne? Sagte aber sonntags morgens um 10, ich muss jetzt in die Kirche. Ne? Das heißt so, es konnte nicht durch Erinnerung sein, sondern es war etwas, was er so lange als feste Struktur drin war. Eine andere, die sagte immer donnerstags abends, wir müssen die Lottoscheine noch wegbringen. Das war ja damals also donnerstags. Okay, also, wichtig ist die Handlungskette, eins nach dem anderen, ganz wichtig, weil der Arbeitsspeicher ist so klein, dass sich zwei Sachen gleichzeitig blockieren und keins geht durch. Dann ist es eben immer eine Sache zur selben Zeit. Und kürzer und regelmäßig ist besser als selten und länger. Ich fragte in der Einrichtung, was macht ihr denn für Demenz? Ja, wir machen alle 2 Wochen machen wir 1,5 Stunden ein Angebot für Demenz. Das kann man vergessen natürlich. Ne? Also besser ist, eben jeden Tag 10 Minuten zu machen, wie auch immer, oder regelmäßig 3-mal in der Woche 10 Minuten zu einer bestimmten Zeit, als irgendwie zu sagen, wir machen irgendwann einmal eine Stunde. Ja, das wirkt einfach nicht so gut.